Die Woche in Brandenburg. Alle Themen der Woche in einem Podcast. Ich bin Detlef Frier und das sind die Themen dieser Woche. Der Abschlussbericht des Corona-Untersuchungsausschusses 1 liegt vor. Wir haben natürlich einige Sachverständige in dem Ausschuss gehört, die Unglaubliches aus unserer Sicht gesagt haben. Lars Hünig, AfD-Obmann im Untersuchungsausschuss. Warum die AfD-Fraktion bei diesem Bericht so nicht mitgeht. Und wie Eltern verhindern können, dass ihre Kinder im Alter zwischen 0 und 6 Jahren in der Kita frühsexualisiert werden. Das hat schon viele Leute erschüttert, dass sowas überhaupt in Deutschland möglich ist. Dass es sogenannte Kennenlernräume eingerichtet werden in Kitas, wo man sich dann die Körperteile näher betrachten kann, näher fühlen kann, fühlen, schauen. Volker Noting, der Kinder- und Jugendpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Brandenburg. Große Ankündigung von Landes- und Bundesregierung in dieser Woche. Es wird stationäre Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen geben, um die illegale Migration einzudämmen. Klingt gut, doch die AfD-Fraktion vermutet, das ist nicht viel mehr als eine neue Altparteien-Mogelpackung. AfD-Fraktionschef Dr. Christoph Berndt. Mit diesen angekündigten Grenzkontrollen ist ein Täuschungsmanöver, ist nicht ernst zu nehmen. Wir brauchen eine EU-Außengrenzkontrollen, wie sie Polen zu Belarus hat und wie sie Ungarn nach Serbien hat. Und alles andere ist Täuschung. Grenzkontrollen, nur warme Worte, die die Bürger beruhigen sollen, darum kümmern wir uns gleich ausführlich. Vorher dieses Thema. Freunde kontrollieren Freunde. Wie die Altparteien versuchen, die Schlüsselpositionen im Landesrechnungshof noch schnell mit ihren Amigos zu besetzen. Schnell, mit künstlich aufgebautem Druck, solange sie noch an der Macht sind. AfD-Haushaltspolitikerin Marianne Spring-Räumschüssel. Sie leitet den Haushaltsausschuss des Brandenburger Landtages und sie ist auch Mitglied im Haushaltskontrollausschuss. Der schaut zusammen mit dem Landesrechnungshof der Regierung auf die Finger, ob die sich beim Geldausgeben an die Regeln hält. Mich hat die letzte Sitzung doch ziemlich stark erschüttert. Es geht um die Besetzung von führenden Positionen im Landesrechnungshof. Und da kann ich nur feststellen, und das stellt auch unsere Fraktion fest, macht sich die Koalition des Landes den Rechnungshof jetzt zur Beute. Was ist passiert? Der Landesrechnungshof braucht allerdings weit im kommenden Jahr erst einen neuen Präsidenten, einen Vizepräsidenten und einen neuen Direktor. Es wäre genügend Zeit, ein ordentliches Bewerbungsverfahren zu beginnen und Ausschau zu halten nach dem bestmöglichen Kandidaten. Doch die noch Regierenden machen Druck. Es ist so gewesen, dass wir am Dienstag vor der Woche mit einer Tischvorlage überrascht worden sind, dass die Wahl der Mitglieder des Landesrechnungshofes in einem Verfahren ausgewählt werden sollen, das nicht der besten Auslese dient, sondern dass die Fraktionen Vorschlagsrecht haben. Mit einer Terminkette, die uns den Atem verschlagen hat. Bis zum 7. November, das sind nicht mal 4 Wochen, sollen wir Vorschläge für die Wahl des Präsidenten, der Präsidentin, der Vizepräsidentin und eines weiteren Direktors vorschlagen. Das sind hochqualifizierte Leute, die finden wir nicht gerade am Wegesrand. Und da habe ich das dumme Gefühl, dass die Koalitionäre, die drei, schon die drei Damen und Herren ausgesucht haben. Denn noch ist es so, dass die Regierungsparteien SPD, CDU und Grüne mit ihrer Mehrheit jede Personalie durchdrücken können. Noch ist es so. Nach der nächsten Landtagswahl dürfte das ganz anders aussehen. Doch der Präsident des Rechnungshofes würde für die kommenden 12 Jahre gewählt. Sitzt dann da einer, der bei den Ausgaben der Altparteien nicht so genau hinschaut, dafür aber einer möglichen AfD-Regierung ab dem kommenden Jahr das Leben schwer machen soll? Genau dieser Verdacht drängt sich auf. Noch einmal Marianne Spring-Räumschüssel. So kann man nicht vorgehen, zumal keine Eile geboten ist. Und ich habe festgestellt, alle drei Positionen sind noch ausreichend vom Zeitfaktor her besetzt, sodass keine Eile notwendig ist. Also hier wird eine Hast und eine Eile vorgetragen, die es so nicht gibt. Und damit können wir uns nicht einverstanden erklären. Wir werden da mit aller Härte dagegen vorgehen. Und wir können nur noch mal sagen, so geht das nicht weiter. Das ist Arroganz der Macht. Und dagegen muss die Opposition einschreiten. Welche Möglichkeiten die AfD-Fraktion dazu als einzige Opposition im Landtag hat, darüber unterhalte ich mich ausführlich mit Marianne Spring-Räumschüssel in einem eigenen Podcast. Die Blaue Runde hat dann den Titel Rechnungshof, Beute der Altparteien. Und sie erscheint in der kommenden Woche genau da, wo Sie jetzt auch diesen Podcast hören.
So geht Informieren. Sie hören die Themen der Woche direkt aus dem Landtag Brandenburg. Gegen den erklärten Willen aller Altparteien will die AfD alle Fehler aufklären, die im Rahmen der Corona-Hysterie von den Regierenden gemacht wurden. Vertuschte Impfnebenwirkungen, Impfzwang, Impftote, davon wollen alle anderen Parteien nichts mehr hören. Die AfD allerdings will untersuchen. Mit den Stimmen der AfD-Fraktion wurde der erste Corona-Untersuchungsausschuss bereits im September 2020 eingesetzt. Mit dem Corona-Untersuchungsausschuss 2 hat der inzwischen schon einen Nachfolger. Der erste ist nun beendet und jetzt wird der Untersuchungsbericht vorgelegt. Ob man im Ausschuss der AfD-Abgeordnete Lars Hünig zu den Ergebnissen. Und ehrlicherweise ist es aus unserer Sicht sogar schlimmer als gedacht, weil wir festgestellt haben, dass es weder Daten noch Abwägungsprozesse noch irgendwelche Studien in Auftrag gegeben wurden, um irgendwie in irgendeiner Art und Weise die vorhandene Situation zu rekapitulieren beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise darauf auszugehen, was ist denn da passiert. Ich erinnere nur mal an Professor Streeck, der schon im Februar 2020 dazu eine Studie gemacht hat. Die ist nirgendwo eingeflossen, die ist nirgendwo wiederholt worden und das wäre relativ einfach gewesen, wenn man das gemacht hätte. Gesundheitsministerium, Innenministerium, Bildungsministerium, auch zu Corona-Zeiten im absoluten Blindflug unterwegs. Kopfloses Agieren, widersprüchliches Handeln, Läden auf, Läden zu, Schulen auf, Schulen zu, Impfen nur bis zu einem bestimmten Alter, Impfen nur unter einem bestimmten Alter. Pures Chaos. Der wichtigste Grund, es gibt bis heute kaum verlässliche Daten und jede Menge Falschinformationen. Das bestätigen auch die vielen angehörten Zeugen, wie beispielsweise der Medizinprofessor Christian Drosten. Und wenn man sich die Aussage da mal ganz genau anschaut, wissen wir, dass aufgrund dessen, was Herr Drosten gesagt hat, der PCR-Test überhaupt nicht taugte, um irgendwelche Inzidenzien hervorzurufen, weil er nämlich sagt, dass eine Infektiosität überhaupt nicht nachweisbar ist. Und so geht das eben weiter. Wir haben auch mit Frau Professor Kapstein, die wir im Untersuchungsausschuss gehört haben, natürlich jemanden gehabt, der gesagt hat, dass eine Maske nicht in dem Maße hilft, wie der Wunsch gerne gewesen wäre. Geradezu schockiert war Lars Hünig von der Ignoranz und Arroganz der Regierungsparteien. Die wollen nicht aufklären, schlimmer noch, sie wollen, wo immer möglich, Aufklärung verhindern. Vermutlich, um die eigenen fatalen Fehler im Umgang mit dem Coronavirus zu vertuschen. Der Aufklärungswille der Parteien, also und zwar der Regierungsparteien. Und der Vorsitzende ist ja ein SPD-Mitglied, was ja ein logischerweise aus der Regierungskoalition ist. Der Aufklärungswillen war nicht nur null, sondern er war vor allen Dingen so, dass er überall an allen Ecken und Kanten behindert werden sollte, der ganze Ausschuss. Und das ist eben etwas, was aus unserer Sicht überhaupt nicht geht. Wir haben einen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Das war unser gutes Recht. Und aus unserer Sicht hätten wir ganz viel untersuchen können und müssen vor allen Dingen. Und das wäre auch das Interesse gewesen, ja, der Landesregierung. Weil unter Umständen macht man ja Fehler. Und wenn man Fehler macht, kann man diese logischerweise nur dann wieder gut machen, wenn man auf sie hingewiesen wird, beziehungsweise wenn man sie auch erkennt. Der erste Corona-Untersuchungsausschuss ist beendet, die Aufklärung noch lange nicht. Bis zum Ende der aktuellen Regierungszeit im kommenden September ermittelt der Corona-Untersuchungsausschuss 2 und deckt auf, wie unsere Freiheitsrechte beschränkt wurden, wie die Regierenden das Virus zum Anlass nahmen, die Bürger zu gängeln und zu unterdrücken. Bei allen Problemen, die wir aktuell im Land Brandenburg haben, darf das nie in Vergessenheit geraten. Nur so kann sichergestellt werden, dass solche Fehler nicht noch einmal gemacht werden. Sie hören die blaue Runde mit den Themen der Woche. Das Thema Migration gewinnt Wahlen. Das ist das wichtigste Thema für die Deutschen aktuell. Und das haben auch die Brandenburger Regierungsparteien erkannt und drängen sich jetzt reihenweise mit Täuschungsmanövern und Mogelpackungen in die Medien. Was davon zu halten ist, das sagt Ihnen AfD-Fraktionschef Dr. Christoph Berndt später in diesem Podcast. Sexualkundeunterricht. Wann haben denn unsere Kinder, wenn sie mit Sexualität was anzufangen wissen? Die einen früher, die anderen später. Aber in der Kita, in der Altersgruppe der 0- bis 6-Jährigen, ausziehen, anfassen, erkunden, unbeobachtet, in sogenannten Kuschelecken? Das gibt es, auch in Brandenburg. Die Eltern werden über einen verklausulierten Elternbrief angeblich informiert und dann rücken Vereine in der Kita an, die genau das fördern und vermitteln. Viel zu früh
unmöglich, meint der kinder- und jugendpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Volker Noting. Wir wissen oder sehen es auch ab und zu in der Presse, dass ab und zu mal solche Sachen an Pflicht kommen, was in Kindergärten passiert. Letztes Beispiel war eine AWO-Kita in Hannover. Mit Erschrecken haben viele Leute festgestellt, was so alles in der frühkindlichen Erziehung möglich ist. Dort sollte nämlich per Elternbrief oder da kundgetan, dass es sogenannte Kennenlernräume eingerichtet werden in Kitas, wo man sich dann die Körperteile näher betrachten kann, näher fühlen kann, fühlen, schauen. Und das hat schon viele Leute erschüttert, dass sowas überhaupt in Deutschland möglich ist. Das darf so nicht sein. Die AfD-Fraktion ist kompromisslos gegen solche sogenannte Pädagogik und will sogar so weit gehen, solche Körpererkundungsräume strikt zu verbieten. Unter Strafe. Das hat nichts im Kindergarten zu suchen und das macht die Fraktion mit einem eigenen Antrag im Landtag mehr als deutlich. Weiterhin sind wir dafür, die finanzielle Förderung sämtlicher Vereine und Akteure, die auf dieser Grundlage der Pädagogik der sexuellen Vielfalt agieren, erstmal die Mittel entzogen werden und sämtliche Vereine, die hier sexuelle Fortbildung und Weiterbildungsangebote an Kindergärten und für das entsprechende Personal durchführen und anbieten, dass da erstmal die finanziellen Mittel entzogen werden. Und stellt sich schließlich die Frage, gerade im Kindergarten, wir sprechen hier immerhin von Kindern von 0 bis 5 Jahren, dass die überhaupt mit diesem Thema konfrontiert werden. Das ist eigentlich schon ein starkes Stück. Statt wokem grünen Regenbogenzeitgeist im Kindergarten wünscht sich die AfD-Fraktion, dass unsere Zwerge zu vernünftigen und wissenden Kindern erzogen werden. Da gibt es so viele Sachen, die man im Kindergarten den Kindern schon beibringen kann. Ich erinnere ans Schnürsenkelbinden, wenn es das bloß ist, oder mal Blätter von Bäumen unterscheiden. Das sind alles so Sachen, die es so früher gab in Kitas. Ich erinnere mich noch ans Eichelmännchen bauen oder Kastanienmännchen bauen oder sonst was. Und wenn man dann den Bogen schlägt zur Frühsexualisierung, da muss man sich schon fragen, wo wir mittlerweile angekommen sind. Auch dieses Thema vertiefe ich in der kommenden Woche im Gespräch mit Volker Noting in einer gesonderten blauen Runde. Titel unseres Gesprächs dann: Hände weg von unseren Kita-Kindern. Die Themen der Woche in der blauen Runde aus Potsdam. Die Migration, die illegale Einwanderung nach Deutschland, oft unter dem Vorwand, asylberechtigt zu sein, überlastet Kommunen, Kreise, Bundesländer. Die Kosten explodieren, ganze Stadtteile kippen, Kriminalität, Gewalt, Morde. Das Thema Migration nennen befragte Deutsche immer wieder als das aktuell Wichtigste. Und das Thema Migration wird Brandenburg und Deutschland vermutlich bald einen Regierungswechsel bescheren. Denn jeder Bürger merkt, so wie die Altparteien damit umgehen, geht unser Land vor die Hunde. Um sich vermeintlich weiter an die Macht klammern zu können, beginnen die Altparteien nun mit einem groß angelegten Täuschungsmanöver. Stichwort Grenzkontrollen. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Dr. Christoph Berndt. Und wenn ich höre, dass da an Hauptstraßen stichprobenartig kontrolliert werden soll, ist keine Kontrolle, dann dient es der Verdummung der Öffentlichkeit und nichts weiter. Und da macht unsere Brandenburger Koalition voll mit beim Thema Asyl. Den Vogel schießen natürlich und außer Konkurrenz die Grünen ab, die immer außer Konkurrenz laufen, die auf ihrem letzten Parteitag am Wochenende ja sich entsprechend geäußert haben, dass es natürlich immer weitergehen muss. Herr Raschke, der Fraktionsvorsitzende, nennt die 32% potenziellen AfD-Wähler als verloren, gesichert rechtsextrem, um die müssen sich die Grünen nicht mehr kümmern. Das ist das Stadium fortgeschrittener Wirklichkeitsverdrängung, das die Grünen ja in aller Hinsicht zeigen. Was die CDU angeht, sie sammelt Unterschriften. Wir wissen doch alle, dass die Migration das Thema Nummer eins ist. War es Thema Nummer eins bei den Wahlen in Hessen und in Bayern. Das ist das Thema Nummer eins in Deutschland, in Europa. Und wenn wir auf den Nahen Osten gucken und die Reaktion auf das, was in Israel passiert ist, dann ist es das Thema Nummer eins weltweit. Vermeintliche Grenzkontrollen, so tun als ob. Damit die Umfragewerte für die Regierenden nicht noch weiter in den Keller gehen. Und gerade die Brandenburger bisherige Dauerregierungspartei SPD hat sich da noch eine ganz eigene Nebelgranate zur Täuschung der Bürger einfallen lassen. Noch einmal AfD-Fraktionschef Dr. Christoph Berndt. Die SPD fordert ja Sach statt Geldleistung, eine alte AfD-Forderung. Ich habe es Ihnen ja letzte Woche angekündigt. Wir haben den Antrag eingebracht. Wir haben heute nochmal die SPD aufgefordert, sich diesem Antrag anzuschließen, den wir verhandeln werden. Die SPD weigert sich. Da so viel zur Glaubwürdigkeit der SPD. Herr Woidke wird zitiert im Prignitzer mit der Äußerung: Wer das Asylrecht schützen will, muss die irreguläre Migration bekämpfen. Zitat Ende. Da sage ich nur,
Wer das Asylrecht schützen will, der muss erstens dafür sorgen, dass das Asylrecht wirklich auf politisch Verfolgte angewendet wird und wirklich wieder ein Asylrecht ist. Zweitens brauchen wir dann eine Migration Null. Wir müssen nicht die illegale Migration bekämpfen. Wir brauchen eine Migration Null. Und wir brauchen drittens eine Zurückweisung und Abschiebung aller Illegalen im Land. Und dann können wir überhaupt darüber reden, ob wir nochmal politisch Verfolgte aufnehmen können oder nicht. Auch deswegen, weil wir die finanziellen Mittel nicht haben. Das ist der dritte Punkt zur SPD. Ich lese auch, dass mehr Landesmittel für Flüchtlinge bereitgestellt werden sollen. Und 2023, lese ich, sind 536 Millionen Euro geplant. Ich rufe noch einmal die Zahl in Erinnerung, nämlich, dass nach Schätzung der hessischen Kommunalverbände, die der Brandenburger Städte- und Gemeindebund bestätigt hat, ein jeder Asylant 45.000 Euro pro Jahr etwa kostet, ohne Gesundheitskosten. Und in diesem Jahr rechnen wir mit 19.253 Asylbewerbern. Jetzt habe ich die 19.253 mal 45.000 gerechnet und ich komme auf 866 Millionen. Wenn die Brandenburger Finanzministerin auf 536 Millionen kommt, dann verstehe ich das nicht. Und bis zum Beweis dessen, woher diese 300 Millionen kommen, Differenz, unterstelle ich, dass dieses Geld aus allen anderen Etats des Haushalts rausgenommen wird und weggenommen wird, damit wir die Asylbewerber weiter unterbringen können. So geht es nicht weiter und wir werden das entsprechend weiter im Landtag thematisieren. Erstmal mit der Frage Sachleistung statt Geldleistung. Noch einmal ganz deutlich: Migration auf Null fahren. Alle ausreisepflichtigen abgelehnten Asylbewerber sofort abschieben. Kommunen entlasten, den Haushalt um hunderte Millionen Euro für meist illegale Migranten entlasten. Das ist der Weg, den sich nicht nur die AfD-Fraktion, sondern auch jeden Tag mehr Bürger in Brandenburg und in ganz Deutschland wünschen. Die Wahl und die Umfrageergebnisse geben das ganz genau wieder. Und die Bürger lassen sich nicht von den Regierenden mit Täuschungsmanövern hinter die Fichte führen. Das Original ist die AfD-Fraktion. Wer jetzt unsere Forderungen halbherzig übernimmt, der will nur sein Pöstchen retten. Und das waren unsere Themen der Woche hier in der Blauen Runde. Ich erinnere noch einmal an unsere zwei Podcasts in der kommenden Woche. Zum einen Rechnungshof, Beute der Altparteien und zum Thema Frühsexualisierung, Hände weg von unseren Kita-Kindern. Vielen Dank für Ihr Interesse heute und wir hören uns wieder in der nächsten Blauen Runde. Am Mikrofon war Detlef Frier. Auf Wiederhören. Die Woche in Brandenburg. Alle Themen der Woche in einem Podcast.